Pitti Platsch, Sandmann und Monchichi. Jeder, der in der DDR groß geworden ist, kann damit etwas anfangen. Die Auswahl an Spielzeug war im Vergleich zu heute sehr klein. Und so lag es in der Natur der Dinge, dass viele das gleiche Spielzeug hatten. Seit dem 17. Juni ist im Museum Auerbach eine Sonderausstellung DDR-Spielzeug zu sehen. Hier werden garantiert auch Sie auf Bekanntes stoßen. Damit habe ich auch gespielt. Werden Sie dann vielleicht auch sagen. Viele Erwachsene werden sich an ihre Kindheit erinnern. Wir hoffen, dass viele Muttis, Vatis, vielleicht auch Omas und Opas ihren Kindern und Enkelkindern einmal zeigen, wie sie früher die Zeit verbracht haben, ganz ohne Smartphone, ohne Computer, ohne Playstation, wo noch selbst gespielt wurde und man nicht bespielt wurde. Spielzeugausstellungen sind nichts Neues für das Museum. Beliebt sind sie alle. Doch gerade das Spielzeug, was man selbst in den Händen hatte, das ist etwas Besonderes und durchaus emotional. Also wir haben beim Aufbau gemerkt, dass man schon sehr in Nostalgie verfällt und in Kindheitserinnerungen. Vieles, vieles haben wir wiedererkannt, mit dem wir selbst gespielt haben. Wir wollten ganz einfach während der Sommerferienzeit Familien ansprechen, sie dazu ermuntern, auch einmal das Museum zu besuchen. Wir wünschen natürlich allen Ferienkindern wunderbares Badewetter. Aber nicht jeden Tag wird es so sein. Und warum dann nicht einmal einen Abstecher ins Museum Auerbach machen? Auch die Mitarbeiter des Museums, so auch Regina Meyer, haben zu Hause altes DDR-Spielzeug gesucht und gefunden. Also ich habe zum Beispiel einmal in den alten Spielkisten meiner Töchter gesucht und etliches zur Ausstellung mit beigetragen. Mit kleinen Geschichten dazu, mit Erinnerungen, wie kommen wir zu diesem guten Stück. Und haben hier doch sehr viel wieder gefunden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. August. Ist immer dienstags bis sonntags geöffnet von 13 bis 17.30 Uhr, wobei 17 Uhr der letzte Einlass erfolgt. Gruppen sind uns herzlich willkommen. Wir bitten aber um eine kleine Voranmeldung und haben dann auch gerne außerhalb der Öffnungszeiten für Sie Zeit.